In der 30. Runde der Wiener Stadtliga empfing die Mannschaft der SV Schwechat die Sportunion Mauer, Nummer 4 gegen Nummer 2 der Stadtliga-Tabelle. Eine Begegnung, die einen heißen Kampf um wichtige Meisterschaftspunkte versprechen ließ. Bereits 8 Spiele waren die Schwechater Kicker vor dem Duell mit dem Tabellendritten Sportunion Mauer ungeschlagen. Diese Serie wollte man im Rudolf-Tonn-Stadion natürlich fortsetzen. Gleich zu Beginn hatte die Heimelf eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Der Schuss von Emre Yilmaz war aber zu ungenau. Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und in der 22. Minute fiel der Führungstreffer für Union Mauer. Danach folgten 5 rabenschwarze Minuten der Braustädter. In der 24. Minute dieser Angriff der Gäste, langer Ball auf die rechte Seite, schnelles Kombinationsspiel. Der Ball gelangt zu Routinier Thomas Helly und der schließt trocken zum 0:2 ab. Nur 2 Minuten später dann ein weiterer Treffer für die Sportunion Mauer. Felix Langbrucker erkämpft sich den Ball an der Mittellinie und schießt einfach mal. Ein Traumtor. Ein herber Rückschlag für die Mujakic-Elf, aber sie zeigte einmal mehr Moral. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang dann der so wichtige Anschlusstreffer. Emre Yilmaz stieg beim Eckball am höchsten und stellte auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Schwächerte von Beginn an das Spiel. In der 52. Minute erneut Eckball für die Heimelf und dieses Mal stieg Gregor Siemandl am höchsten und nickte zum 2:3 ein. Die Braustädter kontrollierten weiter das Geschehen und so schien es nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleichstreffer fallen sollte. In der 80. Minute dann ein Vorstoß vom eingewechselten Amir Mujakic. Er konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und somit gab es Strafstoß für die Schwächerter. Der Gefaulte trat selbst an und der Schlussmann der Gäste hielt sensationell. Nach diesem vergebenen Elfmeter rechneten die SVS-Fans schon mit der ersten Niederlage seit 8 Spielen. Doch in der 96. Minute gab es nach diesem Foul an Marcel Kopriva noch eine gute Gelegenheit für die Heimmannschaft. Marcel Fittner und Amir Mujakic stellten sich zum Ball und letzterer bewies zum erneuten Mal seine Rolle als Edeljoker und traf zum 3:3 Ausgleich. Kräftezehrender, aber auch verdienter Punkt für die Schwächerter nach dieser tollen Aufholjagd. Für Trainer Mujakic ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft die richtige Einstellung an den Tag legt. Wir entwickeln schon langsam eine Mentalität in die Mannschaft, da wir nicht die Spiele so leicht verlieren werden. Haben wir vorige Woche auch gegen Slovan 2:0 hinten gewesen und haben wir 2:2 gespielt. Dieses Mal haben wir extrem gut begonnen, wirklich gut. Wir haben 200er gehabt bei 0:0, haben wir kein Tor geschossen und aus nichts haben wir von einmal 1:0 hinten gestanden. In die nächsten 5 Minuten von einmal war 3:0 und natürlich ist es extrem schwierig, wieder zurückzufinden, die Weg ins Spiel. Haben wir mit den 2 Wechseln versucht, wieder eine neue Ordnung zu bringen, neue Frische reinzugeben, haben wir das, glaube ich, gut erwischt und eigentlich, wenn wir noch die 11 Meter machen, vielleicht gewinnen wir dieses Spiel. Aber riesen Kompliment zu meiner Mannschaft, dass sie Woche für Woche solche Leistungen bringen. Das ist schon 9. Spiel, das wir nicht verloren haben und das ist ein Respekt von mir. Für Amir Mujakic war der Ausgleichstreffer in buchstäblich letzter Sekunde ganz wichtig. Ja, pure Erleichterung. Ich habe dieses Gefühl vermisst, wirklich. Das Spiel
eigentlich in der letzten Sekunde für uns gewinnen. Natürlich, so ein 3-0 Rückstand ist wirklich schwer, sich zurückzukämpfen und einen Punkt da zu holen, ist eine faszinierende Leistung. Ja. Wir haben da eine unglaubliche Moral bewiesen, die ganze Mannschaft, wie wir gekämpft haben, wirklich hier um jeden Meter, um jeden Ball und wie wir einfach nach vorne Gas geben haben. Union Mauer, finde ich, zweite Halbzeit, auch erste Halbzeit, finde ich, die ersten 20 Minuten waren sehr gut, bis zum ersten Gegentor. Wir haben sie eigentlich dominiert. Pure Erleichterung. Ich habe das Gefühl vermisst. Nachdem mit dem Unentschieden gegen die Sportunion Mauer die Serie an ungeschlagenen Spielen weiter anhält, will man auch die restliche Saison kein Spiel mehr verlieren. Wir wollen unbedingt diese Meisterschaft beenden oder Niederlage und wir wollen gewisse Mentalität in die Mannschaft entwickeln. Wir haben eine super Truppe, wir sind wirklich eine geschweißte Truppe mit gutem Teamgeist. Und natürlich werden wir nächste Woche auch gegen Austria 13 versuchen, auch Spiel zu gewinnen, unbedingt. Und wir werden lernen aus dem heutigen Spiel, was haben wir schlecht gemacht oder nicht so gut gemacht. Eigentlich Selbstvertrauen haben wir genug und eigentlich die letzten zwei Spiele versuchen wir zu gewinnen.